das Thema Arbeitszufriedenheit in der heutigen Zeit auf die Tagesordnung zu rufen, ist wirklich mutig. Ja, und jetzt sind wir heute hier und werden ausgezeichnet zum 1A-Arbeitgeber. Derjenige, der uns kennt, wir kennen uns viele, weiß, dass bei uns manchmal auch paradoxe Sachen passieren. Und da gehört auch so ein bisschen die Auszeichnung zum 1A-Arbeitgeber dazu. Aus einer unglücklichen Situation wurde eine wahnsinnig schöne Situation. Sie müssen einen immensen Spagat schaffen zwischen Menschlichkeit, zwischen Wertschätzung Ihren Mitarbeitern gegenüber und letztendlich Ihren Kunden gegenüber. Die Lust und die Kreativität, die man hier verspürt, die Ihr Showroom ausstrahlt, die Begeisterung aller, die hier hinter diesem Geschäft stehen, die übertrug sich auf alle Gäste. Und deswegen hat es mich nun weiß Gott nicht verwundert, dass Sie hier heute von der Akademie Zukunft Handwerk ausgezeichnet werden als 1A-Arbeitgeber, als erstes Unternehmen in unserer Niederrhein-Region. Wenn ich Ihre Vision lese, dann ist das etwas, das findet man wirklich nicht überall. Wenn ich erfahren habe, wie ernst Sie die Kritik der Mitarbeiter auch genommen haben, die immer wieder mal kommt. Wir haben uns viel mit den Leuten zusammengesetzt, wir haben Teamsitzungen gemacht, wir haben die Firmenphilosophie geschrieben, das war, glaube ich, der tollste Tag. War der schönste Tag seit langem. Was überhaupt für ein Potenzial an Kreativität in unserem Handwerk steckt, das finde ich der absolute Wahnsinn. Also ich komme total gerne selber zur Arbeit. Dankeschön. Ja, Frau Nius, Herr Nius, diese Geister, die Sie gerufen haben, die bekommen Sie nicht mehr weg. Das fand ich ganz besonders beeindruckend. Wir haben Ergebnisse von Kollegialität, wo wir im gemeinschaftlichen Ergebnis 96% zutreffend haben. Der beste Punkt ist mit 100%, es gibt ein gutes Verhältnis unter den Kollegen. Der zweite Punkt war, man vertraut seinen Kollegen. Das sind Punkte, die sind zu 100% erfüllt. Da hat jeder gesagt, es trifft voll zu. Und das sind Ergebnisse, die sind in meinen Augen einzigartig, weil wirklich jeder für den anderen nicht durchs Feuer, aber zumindest die Hand ins Feuer legen würde. Und das finde ich klasse. Ehrlich, danke. Sie werden demnächst mehr Bewerber haben, als Sie einstellen können. Das wäre schön. Das erfordert sehr viel Unternehmergeist und Führungskompetenz. Und ich darf Ihnen von ganzem Herzen diese Führungskompetenz aussprechen. Ja, als Bürgermeisterin dieser Stadt bin ich wirklich stolz darauf, darauf hinzuweisen, solche Firmen, solche Arbeitgeber in unserer Stadt zu haben und gratuliere Ihnen zu dieser hohen Auszeichnung von Herzen. Diese Auszeichnung haben Sie sich beide mehr als verdient. Sie kommt von Ihren Mitarbeitern. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe eine kleine Anmerkung. Der neue Newsletter ist jetzt druckfrisch rausgekommen. Achtung! Ja. Behutsam damit umgehen, ist sehr teuer. Ja, gerne. Jetzt kannst du mal einkaufen, ja. Oder? Geht doch.